Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Doch, das kann schon ewig sein. Das ist nicht mein Problem. Naja. So, Kuckuck und herzlich willkommen zurück bei Gothic E2 mit dem nicht mehr ganz so kleinen Helden hier. Guck dir das mal an, das ist ja fast. Der ist ja von der Größe aus für den Teenager. Muss eben aufpassen, was man so rumzieht. So, wir haben 30 Lampen im Gepäck. So, die werden wir jetzt effektiv einsetzen. Wenn man Probleme hätte. So, erhöht ihr das nicht wirklich ab einer Stufe hier? Ich weiß echt nicht mehr. Wie nennt man das, wenn das ohne Add-on jetzt ist? Ich würde sagen ohne Add-on. So, morgen ist für euch, müsstet heute Samstag haben, den 23. Warum erfahre ich das jetzt erst? Überlegen. Bin ich jetzt richtig? Auf die falschen Leute gehört. Ja. Mein das zweites kann ja nicht ewig so weitergehen. So, das gucke ich jetzt die ganze Zeit, habe ich so im Kopf. Jetzt muss ich tatsächlich mal nachgucken. Für euch ist morgen. Möglich ist alles. Hier gehen wir mal kurz in das YouTube-Studio rein. Ich erzähle dir doch nichts Neues. So, ich erzähle dir doch nichts Neues. Am 22. dann ist heute tatsächlich genau der 23. Dezember 2023 für euch. Und morgen gibt es natürlich eine Bescherung. Nicht mehr hören. Eine Bescherung! Gar nichts mehr. So, bevor wir in die Bescherung morgen, für die Bescherung hier. Morgen ja, Man erzählt sich ja so einiges. Verdammt, ich weiß nicht, wie ich es zu Ihnen erzählen soll. Ist das wirklich wahr? Ja, was haben wir für eine Bescherung hier zu machen? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wir müssen den Suchenden eine Bescherung bereiten. Ich wundere mich über beziehungsweise, gar nichts mehr. Wir müssen den Xardas davon überzeugen, dass der diesen arroganten Sesselpuper hier überzeugt, mit dem Ritual zu erscheinen, weil ein Bürokor, das ist so eine arrogante Drecksau, der lässt lieber die ganze Welt hier vor den Drachen verbrennen, anstatt dass der seinen Arsch hier aus seinem Stuhl hebt und, ja. Noch was denn? Eine Kleinigkeit. Halte dich von den Wegschreinen fern. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einige von ihnen geschändet worden sind. Jo. Niemand vermag zu sagen, was sie nun bewirken. Also, es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Die Paladine werden sich der Sache annehmen. Warte mal, Moment mal, das begreife ich jetzt. Ein tolles Geschenk zu Weihnachten, ja was, hä? Dass der mir jetzt sagt, die Paladine wollen ihren Arsch bewegen und hier irgendwas machen? Das ist mir ja völlig neu. So, aber danke, dass du es geschafft hast, vor dem Folgenende hier fertig zu sein mit Quatschen. So. Jo, der Bürokar, der klebt natürlich auf seinem Stuhl fest. So, das müssen wir ändern. Ich wäre ja für rausprügeln, aber. Ich kann das nicht mehr hören. Nee, das ist ja, wir sind ja ein Ehrwürdiger. Wir sind ja Kapitel 3. Und immer noch Stufe 15, das ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist, nicht wirklich, oder? So. Wir werden jetzt effektiv hier der Geschichte folgen hier mit dem Auge Innos. Und sobald wir das Auge Innos haben und unser rosa Kleidchen hier tragen, dann gehen wir hier rum, gucken uns das Pyramidental und so weiter an und diese ganzen anderen Ecken, bevor wir direkt in die Drachenjagd reingehen. Also wir nehmen die ganzen anderen Sachen hier noch mit, also keine Ahnung. So, ich habe das Auge Innos zerstört. Ich habe das Auge Innos zurückgebracht. Ja. Ich bin erleichtert, dass es dir gelungen ist, dem Feind das Auge zu entreißen. Ja. Aber die Gefahr ist nicht gebannt. Ja. Das Böse schmiedet weiterhin Pläne und geht ungewöhnlich aggressiv vor. Das stimmt ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Wir sollten ja zudem. Mach dich nicht über mich lustig. Die Lage ist ernst, sehr ernst. Und wir wissen nicht, auf wen wir uns verlassen können. Dem Feind ist es schon gelungen, den Novizen Pedro in Versuchung zu führen. Auch bei vielen anderen könnte er Erfolg haben. So, zeig mal deine Ware. Gibt es eigentlich Schutz gegen den Angriff der Suchenden? Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. Ja, bitte. Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. Noch ist es nicht so weit. Jawohl. Aber für dich ist es soweit. Du stehst nur rum. So. Gibt es denn einen Schutz gegen die Metallangriffe der Suchenden? Das wäre mal interessant. Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden? Keine Ahnung, dazu weiß ich noch zu wenig. Frag mich später nochmal danach. So, na was macht denn das Studium? Sag mal an hier. Was macht das Studium? Jo. Es ist mir gelungen, etwas über die Suchenden herauszufinden. Na was denn? Und das wäre? Sie sind ganz offensichtlich dämonischen Ursprungs.
Naja, zumindest stehen sie oder standen sie unter dämonischem Einfluss. Pass auf, wenn du ihnen begegnest. Dämonischer Einfluss? Das ist ja mal ganz was Neues. Jo. Tut mir leid, aber ich habe noch nicht genug Material, um genauere Aussagen zu treffen. Aber wenn es dir gelingen würde, mir etwas von ihnen zu bringen, das ich untersuchen könnte. Warte. Welches Material benötigst du denn? Ja. Was weiß ich, irgendwelche Gegenstände, die speziell zu diesem Wesen gehören. Soll ich dir eine Leiche bringen? Nein, bist du wahnsinnig. Ja. Die Gefahren eines dämonischen Wesens innerhalb der Klostermauern sind viel zu groß. Tu mal nicht so, das auch um Mürtel und Steine. Die Gegenstände, welche typisch für diese Wesen sind, ausfindig machst. Ja, weiß ich nicht. Die Reste der anhaftenden dämonischen Aura sollten genug Anhaltspunkte für eine Untersuchung bieten. Wir könnten da eine Kapuze bringen. Könnte der Schläfer seine Finger am Spiel haben? Ich habe die Geschichte mit dem Schläfer gehört, aber aus der Ferne kann ich dazu keine Aussagen treffen. Es gibt unzählige Dämonen und jeder von ihnen könnte beteiligt sein. Ich werde sehen, was ich machen kann. Jo. Es wäre sicher von großem Nutzen. Ich werde derweil meine persönlichen Forschungen vorantreiben. Jo, wie war's denn? Guck mal, ich hab... Kann ich den... Ich denke, ich sollte das Buch geben, sag mal. Hä? Gibt es einen Ich hab doch den Almanach der Besessenen bei mir. Oder hat der Pyrogar sich das Ding unter die Nadel gerissen? Ich weiß es echt nicht. Warte mal, wie war denn das hier? Jetzt hör mal auf, hört ihr das überhaupt, dieses Knacken hier? Das sind die Plastikflaschen, die ich hier noch hab. Die Pfandflaschen. Ja, wieso hast du Pfandflaschen in deinem gamigen Raum hier? Ich hab's halt. Warte mal, wir haben die noch nicht mal. Wir müssen den neuen holen. Almanach haben wir noch nicht mal. Almanach der Besessenen. Dann müssen wir mal zu dem Oberopa gehen hier. Wo ist denn der Kerl? Ne? Wo ist der wohl? Vor allem, im Stream hat mir Kamerad Salzfee. Grüße an Salzfee gehen raus, falls du hier mal reinsiehst. Er war ja sehr aktiv bei Classic Corinnes. Viel auch im Kloster und hat mir gesagt, er hat stundenlang diese Klostermusik gehört. Also ich glaube, ich war wahnsinnig geworden. So, ich soll mit dem Karat reden und der gibt mir jetzt nicht das Mittel dazu. Oh, Alter. So, Nachricht. Pyrokaros, Kantos, Tagebuch von Cornelius, Passierschein. Ja, da war wieder eine. So, das ist wie eine Bombe, als hätte man ja Bomben liegen oder so. So, ja, der versinkt gerade in der Fernando. Kennt ihr das von ABBA hier, das Fernando-Lied? Vino Malax, stimmt. Vino, die Scheiße mit Vino da oben. Ach, verdammte Scheide. Bromo? Oh, nicht Bromo. Bei dem, wir wollten uns noch amüsieren gehen. Gar nichts mehr. Wir könnten natürlich morgen zur Bescherung die Suchenden starten. Das ist doch alles nur Rede. Das würde bedeuten, Auge in euch, Sehkopf. Ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich hätte das anders gemacht. Das hätte ja noch was anderes. Ja. Wir reden erstmal mit Xardas. Das könnten wir eigentlich für morgen machen. Das machen wir, oder? Wir machen morgen auch länger, extra für euch, zu Weihnachten. Also die nächste Folge dann. Und dann machen wir hier einen Großangriff gegen die Suchenden. Das wäre doch was. Wir haben mindestens 3 Truppen von Suchenden, die wir hier bekämpfen müssen. Das wäre, wie gesagt, einerseits hier beim Steinpreis oben. Ich weiß, die haben wir doch schon. Bin ich bescheuert? Die haben wir doch schon. Ich glaube, beim Plan... Das funktioniert gerade nicht, oder? Ich rede gerade Käse. Weil die beim Steinkreis haben wir doch schon. Wir müssten hier Seekop und Vino das Ding machen. Das wird noch was einfallen für morgen. Ja, verdammte Scheiße. So. Ja, ich mache das natürlich nicht korrekt nach. Entschuldigung, bitte. So, 9. Xardas. So. Ja, der alte... Der alte Zausel wird langsam lästig.
Ich wollte ein paar Malertränke einkaufen gehen. So, Xalas! Xalas! Ja, hör doch mal auf, Mann. Ey, Meister! 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 Hey. Meister! Du musst! Ja. Vatras hat mich zu dir geschickt. Ja. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Oh. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. Genau. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Ja, mach das. So, speichern wir mal. So. Da gehen wir mal. Ey, nee, warte. Stopp. Hey. Ich renne dir jetzt nicht bis da oben hinterher. Ja. Pyroka weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. Jo. So. Pyroka also. Interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig. Aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir. Als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ja? Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe verschlossen auf Sekops Bauernhof. Du traust diesem Sekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Das Problem ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyroka dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Jo, das Problem ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Ja, das Problem ist ja natürlich an der Stelle, natürlich vertraut er in dem Fall dem Sekop. Ich meine, wer sagt einem dann, dass der Sekop das Geld nicht einsackt? Und trotzdem hier die Leute verrät. Dass wir sind Menschen, wir machen sowas. So, ich natürlich nicht, also ich bin natürlich der perfekteste Mensch, den ihr findet. Nee, aber ich meine, käuflich, das muss nichts heißen. Ja. Warte, ich will, eine Frage hätte ich noch. Halt doch mal stehen, du Lump! So. Wird das Umkehrritual funktionieren? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. Weiß ich nicht. Die Arme heben und bunte Wölken von sich stoßen. Nö. Das ist doch so. So, Sekob also. Der erste Kampf gegen die Suchenden. Welche suchen? Naja, Vino. Das will ich machen, wenn ich hier meine bessere Robe habe. So, damit wenn die mir Feuer auf mich schießen, dass es nicht ganz so heiß wird. So, haben wir hier den Großbauer noch irgendwo? Ach, genau. No. Ein paar Mana-Tränke mehr wären vielleicht nicht verkehrt, aber können wir immer noch holen. Wir haben ja noch ein paar. So. Also wir brauchen ja quasi einen Mana-Trank für einen Suchenden, wenn man so will. Wir haben jetzt 75 Mana, ein bisschen mehr. Ein bisschen kläglich für so einen fast hohen Magier hier. Ich habe für so etwas keine Zeit. Aber vielleicht schaffen wir ja heute noch das Umkehrritual. Das will doch keiner wissen. Ja. Die Probleme habe ich kaum gesehen. Dann müssen wir wieder diesen ganzen verdammten Weg zu dem Steinkreis hochjagen. Das ist schön. Und diverse Mods, allen voran natürlich auch Returning und sowas, die haben ja tatsächlich dann auch Teleporter dorthin. Hat das Hauptspiel hier aber eben nicht. Das Beste, was man hier tatsächlich haben kann, das ist immer noch reines Mana. Ja, das, egal wie viel wir haben, das reine Mana, das wird glaube ich bis komplett auf. So, was ist denn hier los? So. Stand hier vorne auf dem Weg nicht auch noch einer? Bei den Typen da. Will ich mir ein oder haben wir den schon geholt? Hier auf dem Weg, da steht doch noch so ein Waldknecht hier. So, 1, 2, 3, 4, 5. Jo, da hat sie die Beine hochgerissen und da hat sie nach hinten umgeschmissen. Also. So, danke, Maya. Danke. Tschüss. So, um eine Sache
überlege ich gerade, hatten ist. Ja, nee. Okay. So, okay, bei auf Seekops Bauernhof sagt er. So, was ist denn hier los? Nee, der habe ich mir wieder nicht anzusetzen, dieser blöde Bronco. Auf den habe ich jetzt irgendwie wirklich Bock. Ja, ich habe Bronco noch nicht umgehauen. Entschuldigung. So, was steht ihr denn alle hier so dumm rum? So, Dachmeister, was habt denn ihr hier für Probleme? Dach. Ist was passiert? Ist was passiert? Ja? Du musst mir helfen. Die was schwarzen Bummen. Männer sind in mein Haus eingedrungen. Du musst mir helfen, werter Herr Magier. Die Kerle sagten, sie würden etwas suchen, aber doch nicht in meinem Haus. Bitte, hilf mir. Mach, dass sie wieder verschwinden. Werter Herr Magier. So, was machen wir jetzt mit der Bande? Warte mal, was haben wir denn für Möglichkeiten? Haben wir vielleicht eine Spruchrolle für irgendwas, was wir so jetzt nicht haben? Eine Eiswelle wäre hier jetzt ganz praktisch, oder? Haben wir aber nicht. Das Problem ist, ich habe jetzt eher die Angst, dass wenn ich jetzt anfange, hier mein Feuer fliegen zu lassen, dass die Bande sich da hinten ja reinhängt. So. Einen haben wir. So, das Blöde ist, dass hier natürlich zu mehreren sind und wir hier erstmal hier Reis ausmachen müssen. Ja. Öl mal erstmal deine Stimme, du Affe. Ihr werdet nicht kriegen! Ihr müsst es. Ihr müsst lernen, eure Stimmen mit Kraft zu benutzen. Mit Autorität. So, so funktioniert das mir nicht mit. Da krieg ich es ja stark mit dem Husten. Oh, hier war mindestens noch. Da ist doch mindestens noch einer. Das waren doch nur vier. Drei. Willst du mich verarschen? Hier ist doch noch einer, oder? Eins? Ja, sag ich doch. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, mein Feuer ist ein bisschen stärker als eures. Jo. So, Suchende. Was haben wir denn hier drin? Wir machen das mal normal. So, was haben wir denn hier? Wir haben 25 Kröten, die Xardas eigentlich gehören. Wollen wir unbedingt die Xardas? Aber er hat gesagt, er braucht den Krempel nicht mehr. So. Goblin-Skelett beschwören, dankeschön. So, die Hallen von Irdorath. Nie davon gehört. Was sind denn die Hallen von Irdorath? Da bin ich mal gespannt. Vielleicht steht das ja in dem Buch drin. Der Einband des Buches lässt sich nicht öffnen. Ja. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir dem Seekomp hier wegnehmen können? Gold? Na, hier bräuchten wir wieder Dietriche, die haben wir aber so nicht. So, jetzt hat sich ja mal überhaupt nicht gelohnt. 20 Goldstücke, die werden wir wieder los für die zwei Dietriche, die wir abgebrochen haben. Jo. So. Tag, Kollege. So. Der Bronco ist immer noch wissen, oder? Dein Haus ist leer. Die schwarzen Männer sind weg. Jo. Ich danke dir, werte Herr Magier. Was wären wir nur ohne die schützende Hand der Geistlichkeit? Nicht so schnell, Freundchen. Nicht so schnell, mein Freundchen. Ja. Mich interessiert nur eins. Was wollten die schwarzen Männer in deinem Haus? Ich kann es mir nicht erklären, ehrenwerter Herr Magier. Vielleicht hat es... Ja? Was? Tut mir leid. Ich habe vor einigen Jahren geschworen, darüber zu schweigen und ich habe auch nicht vor, meinen Schwur zu brechen. Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. Also manchmal kommt Piranha Bytes ja ein bisschen mit der zeitlichen Logik so ein bisschen durcheinander, kann das sein?
Ja, der Xardas hat gesagt, er wollte nicht, dass die seinen Turm auf den Kopf stellen, die Paladine. Er sagt uns jetzt, er hat dieses Versprechen mit dem Buch hier vor ein paar Jahren gegeben. So, es ist aber noch nicht mal 2 Monate her, dass der Xardas diesen besagten Turm überhaupt erst erschaffen hat. Ich glaube mal kaum, dass er den Turm in der Barriere meint, weil da war ja die Barriere. Ich glaube kaum, dass ich mal Paladin da reingetraut hätte. So, also, hat er hier irgendwo noch einen anderen Turm, einen alten Turm, von dem wir nichts wissen, den er damit meinte, der Xardas? Irgendwas in der Zwischenzeit passiert? Seit die schwarzen Kerle in meinem Haus waren, nicht. Ja, die haben im Übrigen hier auf den Boden uriniert. Ja, wollte ich dir nur mal so mitgeteilt haben. Also. Und ich bestehe darauf, dass nicht Rosi das aufwischen muss. So, was ist denn mit dir jetzt hier? So. Na, wo wollen wir denn hin? Mhm. Bist du ja der Oberaufseher? Wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst, kostet dich das 5 Goldmünzen, wenn du keine Prügel kassieren willst. Jo. So. Vergiss es. Von mir kriegst du gar nichts. Auch wenn du Magier bist, hast du hier zu bezahlen, klar? Es ist schön, dass du siehst, dass ich Magier bin. Kannst es ja. So. Es gibt tatsächlich auch Mods, da kannst du die mit Magie umhauen und die sterben dabei nicht. Das ist aber hier im Original nicht so. Deswegen müssen wir, der eine oder andere mag es erkennen. Kann natürlich auch sein, dass der eine oder andere von euch nur noch Mods gespielt hat und das Original gar nicht. Ja, also denjenigen möchte ich an dieser Stelle mitteilen, im Original ist es so, wenn wir mit Magie bis runterfeuern hier auf die, dann sind die tot. Jo. Na? Ja. Immer noch große Fresse? Jo. Nicht schlagen, bitte. Ich gehe auch wieder arbeiten, okay? Ja. Das verbrennt auch wirklich. So, ich würde gerne noch mich ein bisschen mit Tilly rumärgern. Das Problem ist nur, wir haben hier, wir müssen dem Pyrogar hier das Büchlein geben. Da habe ich 2 Skelette erschaffen jetzt gekriegt. Warte mal, habe ich jetzt mehr davon? Ich hab 2, 3. Was ist das denn? Heiliges Licht, wo habe ich das denn her? Wo ist meine Zauberrune? Als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. So, Kloster. Oh. So, Pyrogar. Ich gebe dir jetzt das Buch und dann spring deine Knochen zum Steinkreis, bevor ich dir Beine mache. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch das nicht. Das mache ich. Ja, das mache ich. Das hätte ich dir vorher sagen können. So. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Ja. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her. Das ist ja unglaublich. Hast du auch nur im geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Warum denn dann? Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Jo. Tschüss. Jo. Ja, dann flüchten wir mal zum Sonnenkreis. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Jo. Ich würde sagen, wir gehen diesen standardmäßigen Weg. Wir springen natürlich wieder von der Brücke her, weil wir Pichel gar nicht mehr ertragen können. Müssen wir direkt bis zur Brücke vorlaufen oder geht das hier hinten auch schon? Wir würden, wenn ich so auf den Tacho gucke, dass ihre Wölkchen. Jo. Was ein Glück, dass wir das gerade überlebt haben. Ich würde für diesen Weg jetzt doch mal den Speedmode tatsächlich einschalten.
bis zum Steinkreis hoch. Das würde ich jetzt mal machen, weil wir haben jetzt 25. Ich wollte nicht allzu viel überziehen, wenn ich noch eine Stunde die FAL öffnen will. Dann für Weihnachten, für Heiligabend. Deswegen flitze ich dann gleich mal mit dem Speedboard jetzt hier hoch. Wir nehmen ja nicht nur die Speedmode, wir nehmen ja auch das andere Ding. Damit wir es richtig von der Brücke klatschen. So. Na, lauf mal. Es ist ja Weihnachten. Ich muss schnell sein zum jährlichen Geschenke verteilen. Das müssen wir schnell schaffen hier. Lauf! Lauf! Es geht mir immer noch so langsam. Lauf! Jo. Pyramidental, gucken wir uns beim nächsten Mal. Machen wir eine Tour durchs Pyramidental. Mal gucken, was wir machen in der Weihnachtsfolge. Mal gucken, ob wir meine Weihnachtsmütze finden. Das ist in Ordnung, das ist Wahnsinn. So, es war ein Troll, vielleicht holen wir uns den auch beim nächsten Mal. So. Aber das ist der Weihnachtstroll. Ich weiß nicht, ob wir den umhauen sollten. Der zieht den Schlitten, weil ich erwarte natürlich viel Geschenke. Ich habe mir natürlich viel gewünscht. Ja, ich meine, wünschen können wir uns viel. Ob wir das kriegen, ist eine andere Frage. So, Leute, dann macht mal. Wattreis. So, habe ich überhaupt Sumpfkraut? Guck mal hier. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn drei Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Hier hast du die drei Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht, doch. Jo. Trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Ja, dann wollen wir mal. Möge sich unser Geist vereinen. Wir rufen jetzt den Weihnachtsmann herbei. So. Also, wir rufen jetzt den Weihnachtsmann herbei. Wir müssen uns so hinstellen, dass wir eine klasse Sicht hier haben. Auf diese Weihnachtsmann-Herbeiruferei. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyrokai erklären. Jo. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Na, Meister. Hey. Ihr habt es geschafft. Das Auge Enos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Ja, Meister. Du hast mehrfach bewiesen, dass du bereit für den Hohen Orden der Feuermagier bist. Mit dem heutigen Tage bist du ein Mitglied des Rates und wirst unseren Orden in der Welt vertreten. Das ist eine Beschwerung, ey. Du bist nun hoher Feuermagier. Trage die hohe Robe mit Würde und bringe dem Orden Ehre und Wohlstand, mein Bruder. Geil!
Oh, ihr habt sogar einen in meiner Größe. Das ist natürlich hervorragend. So. Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Das werden wir mal zeigen. Und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Cool. Dann machen wir hier beim Sonnenkreis jetzt Feierabend. Und morgen zum Heiligabend. Wir hatten zwar quasi jetzt schon heute hier eine kleine Bescherung hier an der Stelle. So. Ja, geh mal davon. Geh mal aus der Linse davon. Wir brauchen ein anständiges Abschiedsbild hier für heute. So, Quickie. So, dann machen wir hier nochmal hin. Gut, wir machen hier hin. Ihr habt richtig gehört. Wir machen hier hin. So. Gut, dann sehen wir uns morgen Heiligabend wieder. Und wir werden wohl schon um 16 Uhr hier auf der Matte stehen diesmal. Wir werden auch eine Stunde machen extra für euch zu Weihnachten. Jo. Dann sage ich mal, morgen viel Spaß. Also bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.